aus dem Leistungssport und man sich auch darüber immer definiert hat. Und das ist halt komplett weggebrochen. Der Tag der deutschen Kanu-Meisterschaft rückt näher. Daniel fühlt sich noch weit weg von seiner früheren Leistungsfähigkeit. Eigentlich, so sagt er, müsste er jeden Tag stundenlang trainieren, um einigermaßen mithalten zu können. Heute weiß er, das ist seit seinem Burnout nicht mehr drin. Aber ganz aufgeben kann er nicht. Meine Ärzte haben halt gesagt, dass ich das mit dem Leistungssport besser sein lassen soll. Und wo ich aber für mich selber sage, nein, das ist das, was mir in den letzten 20 Jahren immer Freude gebracht hat. Und dann wird es das auch in Zukunft wieder sein. Ein Jahr lang konnte er gar nicht aufs Wasser. Jetzt, 3 Monate vor der deutschen Meisterschaft, die erste Trainingseinheit im Kanu. Daniel, was ist das für Sie jetzt für ein Gefühl, nach so langer Zeit jetzt endlich wieder auf dem Wasser zu sein? Ja, letztendlich ist es echt ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und auch wenn man natürlich merkt, dass man noch lange nicht die Form hat, die man halt in den nächsten Wochen haben möchte. Aber für mich zählt es dann überhaupt jetzt wieder halt auf dem Wasser zu sein und den Schritt gemacht zu haben, also früh im Jahr wieder aufs Wasser gegangen zu sein. Sondern ich fahre noch ein paar Meter. Ja. Klar kann man es auch nur hobbymäßig betreiben und das vielleicht nur einmal, zweimal die Woche machen. Aber dann macht es halt auch nicht so viel Spaß, ja. Und der Wettkampf ist halt, gehört immer dazu zum Leben. Also gehört er immer zum Leben dazu. Und dann möchte man ihn halt auch weiterfahren, ja. Und wenn man dann schon mal auf so einem Niveau war, möchte man ja auch nicht unbedingt da sofort runter. Daniel, wenn man Sie hier so sieht, hat man den Eindruck, Sie sind topfit. Da kann man gar nicht glauben, dass Sie krank sind. Was ist eigentlich das Problem? Ich denke, dass es, oder nicht ich denke, sondern ich weiß, es ist halt bei vielen Leuten so. Den sieht man es halt nicht an. Es ist halt nichts gebrochen. Der Körper ist sozusagen rein von der Optik halt in Ordnung. Das Problem ist halt einfach nur, dass der Kopf dann halt manchmal versagt, beziehungsweise dann einfach sagt, nein, jetzt geht's halt nicht. Oder halt auch der Körper nicht so in der Lage ist, halt die Leistung abzurufen, wie es halt, ich sag mal, normal ist. Ja. Und das ist einfach letztendlich das große Problem. Und das ist halt grundsätzlich halt das große Problem, wo viele halt, es nicht verstehen, weil sie halt nicht sehen, dass irgendwas ist, sondern die denken halt, ja, hey, siehst ja fit aus, ist ja alles gut. Aber das ist halt nicht, ja. Daniel will, so sagt er, kein Versager sein. Aber jetzt kennt er seine Grenzen. Es gibt eben immer noch Tage, an denen er morgens im Bett bleibt, unfähig, sich aufzuraffen. Die Krankheit zwingt ihn zu einem langsamen Tempo. Ich habe das halt mit meiner Therapeutin alles durchgesprochen. Und deswegen mache ich es hier jetzt so auf so einem Level, wo es einfach, ich sag mal, gesund ist. Das heißt, wo ich mich immer wieder selbst reflektiere, wo ich halt schaue, okay, ist es heute in Ordnung oder ist es nicht in Ordnung? Ich setze mich nicht mehr so dermaßen unter Druck, wie es damals der Fall war. Weil in den letzten, jetzt arbeitet Daniel ab und zu wieder und verdient sich ein kleines Honorar zusätzlich zu dem Geld aus der Berufsunfähigkeitsversicherung. Früher war er hochbezahlt. Berufsbezeichnung? Personal Trainer. Heute gibt er eine Schulung in einem Unternehmen. Das Thema in dieser Firma? Stressabbau im Büro. Daniel erzählt von seinen eigenen Erfahrungen mit der Krankheit. Ich erkläre so ein bisschen meine Geschichte. Und zwar war ich halt damals, hatte mein Gesundheitszentrum hier auf der Kappenberger Straße. War schon 2 Jahre selbstständig zu dem Zeitpunkt. Befand mich jetzt mit dem Gesundheitszentrum in dem ersten Jahr. Das heißt, wir hatten einmal die rein körperliche Ebene und wir hatten die reine psychologische oder kognitive Ebene, die beides komplett überlastet war, in meinem Fall. Es war anfangs eine Überwindung für Daniel, seine persönliche Geschichte in seinen Job einfließen zu lassen. Offen zu sagen, ja, ich habe selbst eine psychische Erkrankung. Als ich aus der Klinik kam, wusste ich natürlich überhaupt gar nicht, wie geht die Gesellschaft auf mich zu.
also der Bekanntenkreis und. Es ist einfach so gewesen, dass ich mir schon die Fragen gestellt habe, kannst du jetzt da rausgehen, wie kommen sie auf dich zu, wie gehst du damit um? Und es war, ich sag mal, die ersten Wochen schon sehr schwer. Aber als ich dann mal das erste Mal offen darüber gesprochen habe, habe ich einfach gemerkt, dass da wirklich was zurückkommt. Dass es halt eine Akzeptanz bekommt. Sogar für die besten Freunde ein Problem. Daniel sieht gesund aus, ist aber schwer krank. Und sie mussten ihn plötzlich in einer Psychiatrie besuchen. Aber andere Möglichkeiten haben wir nicht. Wir haben ja keine ärztliche. Ich sag mal so als Kind auf der Schule irgendwie, wenn man gehört hat, Aplerbeck, das waren immer so. Ja, so eine Art, ja, schon so gewisse aus Aplerbeck, so eine Art Schimpfwort. Ne? Und dann hat man sich das erstmal vor dem Kopf gehalten. Ich fahre jetzt dahin, um einen Freund zu besuchen. Das war eine ganz neue Welt. Also ich hatte, ich sag mal, Gott sei Dank, nie vorher Kontakt damit. Und wie gesagt, man wusste, es ist eine Klapse. Ne? Und ja, das war dann auch so ein Gedanken, die man sich gemacht hat, auf jeden Fall, warum ist er jetzt da? Ist er total abgedreht? Er war ja nicht nur eine Woche da oder so. Ne? Und dann so eine lange Zeit da auf so einer Station zu verbringen. Ja, vor allem, weil man ihn ja immer als gesunden, fitten, aktiven Menschen nur kennt. Ne? Und dann hört man, ja, jetzt muss ich erstmal so und so lange da bleiben. Dann denkt man, das kann doch nicht sein. Sowas kann doch nicht so schlimm sein. Wenn man weiß, man kriegt das Ganze ja auch zurück. Psychische Erkrankungen, das erfährt Daniel, sind in der Gesellschaft noch immer ein Tabu. Vielen, so sagt er, falle es schwer, mit einer solchen unsichtbaren Krankheit umzugehen. Meine Freunde wurden auf einmal immer weniger. Aber die für mich da waren, vergesse ich im Leben nicht. Ihre Hilfe war und ist so wertvoll. Jetzt kommt das Leben langsam zurück. Nach und nach habe ich mehr Kontrolle über meinen Körper. Mein Kopf ist auch schon mehr unter Kontrolle, doch leider nicht immer. Es gibt immer noch Tage, wo einfach nichts geht. Daniel sagt, er habe oft das Problem, dass Leute überhaupt nicht verstehen, was mit ihm los sei. Und bei neuen Bekanntschaften werde es immer wieder schwierig, wenn er Durchhänger hat. Wir sagen ja, warum liegst du da, wieso bist du nur müde und steh einfach auf. Ja, ist doch ganz einfach. Ja, aber das kann halt so keiner nachfühlen, der das nicht selber schon mal so gehabt hat. Dass der Körper einfach sagt, nee, ist nicht. Ja, und man sich selber sagt, ich will ja aufstehen, aber nein. Ja, das ist halt dann der Körper stärker als tatsächlich. Ja. Der Geist. Es ist nur noch eine Woche bis zur deutschen Meisterschaft. Jeder Trainingstag ist für Daniel eine Gratwanderung zwischen Comeback und Rückfall. Mutet er sich mal zu viel zu, liegt er am nächsten Tag direkt wieder flach. Und doch soll die deutsche Meisterschaft ein Befreiungsschlag werden. Sein Beweis, dass er sich aus dem Sumpf gezogen hat. Dafür ist er bereit, alles zu geben. Daniel schuftet und gönnt seinem Körper keine Pause. Frau Schulte-Kump, machen Sie sich keine Sorgen, dass er sich übernimmt? Nee, er ist sehr bodenständig. Er weiß sich seine Kraft, glaube ich, mittlerweile schon einzuteilen und auch Prioritäten zu setzen. Was ist mir jetzt wichtig und was schiebe ich mal ein bisschen nach hinten, was ich eben halt auch nächste Woche oder dann die Woche machen kann. Ich denke, für sein eigenes Ego ist es jetzt auch mal gut, mal wieder so ein Rennen einfach zu fahren. Egal welche Platzierung, spielt überhaupt keine Rolle. Einfach nur dabei sein? Das hätte Daniel früher nie gereicht, sagt er. Jetzt aber müsse er seinen Ehrgeiz runterschrauben, um nicht wieder seine Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Daniel, Sie nehmen ja jetzt immer noch Medikamente, ne? Gilt das gar nicht als Doping? Nein, das gilt nicht als Doping. Eher kontraproduktiv für die Leistung. Weil? Ja, weil die halt dämpfen, ja. Das ist halt, man ist morgens nicht so leistungsfähig. Sind die Rennen auch noch morgens? Wollen wir mal schauen. Ja, also, keine Ahnung. Wird sich zeigen, wie es sich dann damit verhält.
Am Abend vor der deutschen Meisterschaft treffen wir Daniel zu Hause. Er hat inzwischen wieder eine kleine Wohnung. Ich lebe jetzt viel einfacher, viel bewusster, glücklicher und lege mehr Wert auf persönliche Beziehungen. Für morgen habe ich mir nicht viel vorgenommen. Mich selbst zu sehr unter Druck zu setzen, würde mich nur wieder krank machen. Wenn ich durchs Ziel fahre, alle jubeln und ich bin Zehnter, dann weiß ich trotzdem, ich habe es geschafft. Ich bin zurück. Früh morgens auf der Regattastrecke in Duisburg. Daniel endlich wieder dabei. Und doch in einer Sonderrolle. Klar bin ich Außenseiter. Natürlich, ja. Weil die anderen trainieren alle in der Gruppe. Die trainieren halt in ihren Leistungsstützpunkten, wo natürlich auch noch was ein ganz anderes Niveau erwartet wird. Ich trainiere ganz alleine, ohne Trainer. So wie früher in der Nationalmannschaft zu trainieren, ist für Daniel nicht mehr möglich. Er muss die Freiheit haben zu sagen, heute fühle ich mich nicht gut, ich lasse das Training lieber ausfallen. Man muss die Ziele eben halt so ein bisschen, ja, wie soll ich mich ausdrücken, kleiner. Weiß nicht, ob er damit zufrieden ist. Ich stecke es einfach nur ein bisschen niedriger. Ganz einfach. Für mich. Ne, oder für uns. Im finalen Rennen wird es dann aber doch aufregend. Die Mutter und Freunde von Daniel fiebern am Ufer mit. Das ist nach wie vor immer Gänsehaut-Feeling. In den letzten Wochen ist Daniel ein hohes Risiko eingegangen. Unbedingt wollte er wieder an diesem wichtigen Wettkampf teilnehmen. Daniel belegt den 10. Platz in der Gesamtwertung, freut sich riesig. Er kann wieder mithalten in der Sportspitze, nach dem langen Trainingsrückstand und trotz seiner Krankheit. Aber er musste monatelang aufpassen, immer wieder abwägen. Ist das noch gesunder Ehrgeiz oder nur neuer Druck, der krank macht? Daniel, jetzt nach der Meisterschaft. Diese Krankheit, manisch-depressiv, Burnout, ist das vorbei? Also mit dieser Diagnose ist es halt so, dass ja, das halt so heißt, dass man das halt so sein Leben lang hat. Und dass man da immer halt mit umgehen muss und dass man das Leben, seinen Lebensstil daran anpassen muss. Und von daher wird es nie weg sein oder Vergangenheit sein, sondern es ist kein Armbruch, der dann weg ist. Sondern es ist halt etwas, was dich dann dein Leben lang begleitet. Und deswegen werde ich immer darauf achten müssen. Ja. Thank you.